Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine Füllung. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder einen Blog aus alten Zeiten gefunden, als wir noch in der Uni Zähne eingebettet haben in Gips und an diesen Zähnen dann gearbeitet haben. Diese alte Amalgamfüllung, wo wir ein Röntgenbild gemacht haben und darunter eine Karies vorhanden ist, die wollen wir heute entfernen und eine neue Füllung reinmachen. Wie fangen wir an? Bei Amalgam nutzen wir einen sogenannten EKR-Bohrer. Ein EKR-Bohrer, den nutzen wir in der Praxis bei uns, um Kronen zu entfernen. Das ist ein Hartmetallbohrer und mit diesem Hartmetallbohrer gehen wir hier ran und gehen niedrigtourig ran, um möglichst das Amalgam nicht zu pulverisieren mit einer hohen Drehzahl, sondern möglichst versuchen, Amalgamstücke und Brocken möglichst in eins zu entfernen, damit keine Gase entstehen, die schädlich für die Lunge sein können. Wir fangen mal an mit der Amalgamentfernung. Wenn wir nun mit unserem EKR-Bohrer, Hartmetall-EKR-Bohrer die Amalgamfüllung entfernt haben, dann können wir anfangen zu exkavieren. Und das machen wir mit auch wieder einem Hartmetallbohrer und zwar einem Rosenbohrer. Ich mache das jetzt hier ohne Wasser, damit ihr das auch noch einmal sehen könnt, ohne dass da Wasser rumspritzt. Den Rosenbohrer, den nutzt man niedrigtourig, um dann letztendlich auch in den Bereichen nahe der Pulpa vorsichtig die Kariesstellen zu beseitigen. Und dann entsteht natürlich in dem Bereich auch etwas, was dann entfernt werden muss, und das müsste man auch wieder abspülen. Wenn wir fast fertig exkaviert haben, können wir noch die Übergänge versäubern. Auch wieder mit Wasser und einem kleinen Sauger. Um die Amalgamentfernung natürlich besser hinzubekommen, sollte man natürlich auch Kofferdamm benutzen.
um Amalgamreste und Partikel nicht in den Körper kommen zu lassen. Jetzt ist unsere Kavität soweit fertig. Wir haben alles entfernen können. Das Amalgam ist raus, wir haben die Karies entfernt. Wir haben das exkaviert, haben die Ränder nochmal versäubert und alles das, was noch nicht sauber genug war. Und um das Amalgam natürlich besser entfernen zu können und sauberer entfernen zu können, kann man natürlich auch Kofferdamm legen. Das ist die bessere Methode, mit Kofferdamm Amalgam zu beseitigen und zu entfernen. An dieser Stelle fehlt nun das Konditionieren, das Ätzen des Zahnschmelzes mit Phosphorsäure. Ich würde selektiv Zahnschmelz ätzen und das Dentin halt freilassen, ohne dass dieses geätzt wird. Und nun können wir unser Adhäsiv auftragen. Wir benutzen Watterollen, oder wenn wir unter Kofferdamm arbeiten, braucht man keine Watterollen. Wir benutzen dann mit unserem Puschel, mit unserem Brush, ein Bonding, ein Adhäsiv, was wir 20 Sekunden einmassieren, einpinseln. Anschließend verblasen. Und Licht härten. Wenn es nun lichtgehärtet ist, können wir mit unserer Schicht Composite, mit der ersten Schicht Composite anfangen. Wir können zum Beispiel im Boden der Kavität mit einer dünnen Schicht Flow beginnen oder direkt das feste Composite anfangen aufzutragen. Ich fange mal mit einer dünnen Schicht Flow an. Das Flow, was ich nutze, ist Zahnfarbe A2. Und dann fangen wir damit an, mit einer dünnen Schicht im Kavitätenboden. Als Liner und verteile es mit der Sonde, so dass es gleichmäßig im Boden zum Liegen kommt. Und dann lichthärten wir das auch wieder 20 Sekunden. Wir machen hier wieder einen Cut. Wenn jetzt die erste Schicht aufgetragen ist und lichtgehärtet ist, geht es dann weiter mit unserem festen Kompositmaterial. Das kommt aus dieser Kapule hier. Und dann wird auch der Boden erstmal begonnen. Und ich mache das so, ich mache mal das Licht weg, damit das nicht aushärtet. Und ich mache das so, dass ich zum Modellieren Brushes benutze. Das mache ich schon seit mehr als 13 Jahren und kann sozusagen den Boden so modellieren, kann Fissuren damit modellieren. Selten benutze ich irgendwelche Metallinstrumente, um die Materialien, das Composite, reinzudrücken und zu formen, gegebenenfalls nur eine Sonde. Und es wird dann Schicht für Schicht in der Inkrementschichttechnik auch lichtgehärtet. Jede einzelne Schicht muss selber und separat gehärtet werden. Wenn ich dann den Boden schon ein wenig aufgebaut habe, dann kann ich auch anfangen, nun mit dem ersten Höcker, den ersten Höcker aufzubauen, und ich nehme jetzt in diesem Falle einen der größeren Höcker. Ich fange mal mit dem, das ist jetzt ein Oberkiefermolar, mit dem palatinalen Höcker an und versuche mal dort aufzubauen und was aufzutragen und versuche den Höckerabhang gleich zu modellieren, mitzunehmen, den Zahn wiederherstellen können, jeden einzelnen Höcker für sich.
Die Schichten sollten nicht zu dick sein, sollten keine 2 mm übersteigen an Schichtdicken. Und auch dieser Höcker wird separat nicht gehärtet. Dann folgt die nächste Schicht, der nächste Höcker. Wenn die Schichtdicken zu groß sein sollten, kann man dann den Überschuss immer noch entfernen. Ich verstreiche mit dem Brush immer von unten nach oben, so dass ich dann mir die Überschüsse, die ich habe, am Höcker oben entlang entfernen kann, beseitigen kann. Und so kriege ich dann eine schöne Anatomie des Zahnes wieder hin. Und dann habe ich automatisch, ohne dass ich ein Metallinstrument benutzen musste, wirklich in diesem Bereich in der Mitte eine schöne Fissur, die ihr hoffentlich auch jetzt sehen könnt, ohne dass ich irgendwie mit einem Metallinstrument rangehen musste. Denn oftmals ist es so, bei Metallinstrumenten hebt man sich dann das Composite von der Unterlage wieder ab. Und auch diese Schicht wird dann separat lichtgehärtet. Wenn das dann fertig ist, brauchen wir nur noch unseren letzten dritten Höcker aufzubauen. Und dann wäre der Zahn wieder komplett. So, also diese Technik mit dem Brush und die Modellation, das ist mein Geheimtipp für euch. Wenn ihr selber Zahnärzte seid, probiert das aus. Metallinstrumente sind in der Regel überflüssig. Wollt ihr dann noch zusätzlich anatomische Parafissuren haben, könnt ihr die natürlich auch mit der Sonde machen. Da braucht ihr keine weiteren Heidemann-Instrumente oder sonstiges, um eure Materialien einzubringen. Wenn ihr noch zusätzlich eine kleine Fissur benötigt, so wie jetzt hier in dem Falle, kann ich das mit einer Sonde machen. Und dann kann ich auch Parafissuren reinmachen, die dann auch sichtbar werden. Und dann ist der Zahn fertig. Überschüsse kann man natürlich auch damit entfernen. Damit kriege ich jetzt aber auch von der Unterlage mein Composite nicht mehr abgehoben, wenn ich da jetzt mit einer Sonde rangehe. Das ist das einzige Instrument, was ich neben meinem Brush nutze, um meine Füllungen zu kreieren, herzustellen. Wenn ich dann mit der Sonde fertig bin, kann ich das noch einmal glätten und dann bin ich durch. Dann habe ich wirklich eine schöne 3D-Fissur kreiert, ohne riesengroßen Aufwand. Und ich denke mal, ihr erkennt das auch, dass der Zahn schön wiederhergestellt ist. Und auch diese letzte Schicht werden wir dann direkt lichthärten. So haben wir dann unsere Füllung fertig modelliert und aufgebaut. Haben wir unsere haben wir unsere 3D-Modellation am Zahn aufgebaut, unsere Fissur aufgebaut. Können wir einmal entlang gehen. Wir haben eine anatomische Fissur. Die Übergänge sind glatt. Wir brauchen nicht mehr großartig nachzuarbeiten.
wenn wir das mit einem Brush modellieren und brauchen jetzt nur noch zu überprüfen, ob die Okklusion stört. Ihr seht, dass diese Füllung hier im Innern ein bisschen gelblicher ist. Der Zahn ist ausgetrocknet. Alle Zähne sind ausgetrocknet. Jeder Zahn verändert seine Zahnfarbe und wird so kalkig weiß, wenn wir die zum Beispiel sogar unter Kofferdamm legen. Das heißt, wenn wir den Kofferdamm abnehmen, stimmt mitunter die Zahnfarbe nicht mehr. Und dann denken sich die Patienten, oh, aber die Zahnfarbe von der neuen Füllung passt nicht. Das ist nicht korrekt. Aber der Grund ist, dass die Zähne ausgetrocknet sind und die brauchen wieder Zeit, um Wasser aufzunehmen. So, wenn man dann die Okklusion überprüft hat mit Okklusionspapier oder Okklusionsfolie, kann man das dann polieren. Das mache ich jetzt in diesem Fall nicht. Die Füllung ist sehr schön geworden und glatt. Da könnte man dann wiederum mit Hartmetallbohrern rangehen und die bearbeiten und mit Polieren und anschließend polieren und dann ist man fertig. So, das war es zum Thema Composite-Füllung. Lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr zu diesem Thema, zum Thema Composite-Füllung Fragen habt. Teilt das mit euren Liebsten, mit euren Freunden, die gegebenenfalls auch Füllungen benötigen. Und abonniert unseren Kanal, wenn die Inhalte euch gefallen und ihr noch mehr sehen möchtet. Wenn ihr auch Themen habt oder Ideen habt, was ihr sehen könnt und wir das gegebenenfalls auch umsetzen können, könnten wir vielleicht diese Ideen umsetzen. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut beim nächsten Video rein oder kommt dienstags um 20.15 Uhr dazu zum Livestream und stellt eure Fragen dort. Ich versuche sie zu beantworten. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.